Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Don't Starve Together. Der Krian ist natürlich auch mit am Start. Hallo Yogi. Hallo Krian. Ich habe hier noch halb vergammelte Karotten. Möchtest du Hasen fangen? Ja, können wir machen. Die Würde ich würde halt ich dir. jetzt vielleicht nicht unbedingt noch machen, weil es wird bald dunkel. Ich leg die dir mal hier hin schon mal. Weil für Hasen sollten die eigentlich noch ausreichend sein. Nehme ich an. Da muss ich auch noch neue Oh, Fallen mir wird machen. scheiße kalt, das machen wir jetzt mal nicht. Dann ziehe ich mal meine Earmuffs auf. So. So, dann bereite ich schon mal ein paar Fallen für morgen vor. Da brauche ich Gras für. Wo habe ich das Gras hingetan? Ich glaube hier unten. Genau. Dann Structures. zwei Fallen. So, wir haben noch drei Stacks Zeugs hier. Fallen. Graszeug. Ich habe mal So. hier die Lotus-Dinger ge Forget-Me-Lots habe ich mal ge geerntet. Ja. Haben wir noch irgendwas anderes zu essen, was ich verkochen muss? Ich habe nichts mehr einstecken tatsächlich. Eats. Ich verkoche hier mal so ein bisschen was von diesem Zeug. Hier mal so Mach ein das. Forget-Me-Lots. Hau da mal so ein bisschen Karotte rein. Ich will jetzt kein Monster-Meat reinmachen, wenn ich ehrlich Nee, mach bin. mal kein Monster mit rein. Vielleicht so ein bisschen Eis, damit es cool wird. Und Ich machen wir meine, noch so einen Samen rein. wir können uns auch definitiv Ja. die ein paar Vogelfallen noch bauen. Ja, könnten wir tun. Weil hier ist ja einiges an Vögeln unterwegs. Hast du Holz fürs Feuer einstecken? Ja. Dann schnappe ich mir mal so ein bisschen Spinnenweben. Schnappe er sich. Mal gucken, was dabei rauskommt. Los, gib mir was Leckeres Ich zu essen. könnte uns auch für 6 Spinnenweben, 11 haben wir, eine Sea Fishing Rod besorgen. Dann können wir Ich habe ein direkt hier angeln. Ratatouille gemacht. Ich glaube, das gönne ich uns jetzt, Krian. Ich gönne mir mal Ratatouille. So überragend ist das gar nicht. Wie sieht denn deine allgemeine Verpflegung aus? Ja, ich habe noch so zwei Drittel. So zwei Drittel Hunger und noch so. Ich glaube, ich brauche dafür einen Haken. Und also, Leben ist nach wie vor bescheiden. Achso, du könntest uns noch Thermal Stones machen, falls es noch kälter wird. Was hast du gesagt, was man braucht? Pickaxe, Pickaxe, Flint ja. und Steine. Dann fehlt es mir aktuell eigentlich nur an Twigs. So, unter was war das doch gleich? Das Survival? Ich meine schon, ja. Es schneit, Krian. Oh. Ich glaube, ich brauche für meine Hochseeangel noch irgendeinen Haken oder irgendwas, was ich an den Haken machen kann. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich mit einem Seed gut angeln kann, oder? Use an Alchemy Engine. Haben wir keine Alchemy Die Engine? dicke linke, die runde. Das ist die Alchemy Engine. Ah, hier. Ich hab nasse Seeds jetzt. Ein Vogel, ein Vogel. Ja. Ah, guck mal hier. Da. Danke dir. Da wird's mir doch schon gleich Bitteschön. mollig warm. Da bringe ich doch mal einen Vogel um. Der So. bringt eine Azure-Feder. So, hier habe ich noch ein bisschen Gold. Tue ich mal hier lassen. Ich habe hier noch Scheiße, die lasse ich hier. Dann räume Aber ich das hier alles mal so ein bisschen um.
Befürchteter Azure Vogel hat Genau. nur eine Azure Feder gebracht und kein Essen. Ich gehe jetzt mal hoch und fange Hasen. Ich ziehe die Wand tatsächlich mal unten auf die gleiche Höhe wie unsere bisherige. Du das. Gras brauche ich keins mitbringen, oder? Ne, ich glaube, Gras haben wir noch genug. Also Essen ist, glaube ich, Hauptprio. Ich bin mir nicht so sicher. Ah, doch, da ist ein Hase. Da machen wir hier mal so ein Ding hin. Bait. Hier machen wir eine neue Falle hin mit Bait. Und jetzt müssen wir uns hier um Was den ist der Hasen Vogel? rumschleichen. Aua! Aua, aua, aua! Warum greifst du mich an? Ah, du hast einen roten Arsch, deswegen. Oh, die rote Arschen, Nur die sind geil. Die, weil du Hämorrhoiden hast, brauchst du nicht mich angreifen. Das ist nicht mein Fehler. Eigentlich würde ich eigentlich gern fangen, Hase, aber du guckst gerade. Da kann ich dich schlecht. Ah, der geht schon hin, sehr gut. Trappen wir Mann. direkt wieder. Hier einen größeren Bogen. Ich darf nur nicht zu groß den Bogen machen, sonst erwischt mich dieses Viech. Das wäre vielleicht nicht so gut. Ja, ich bin jetzt umzingelt. Links von dem Metallpferd, rechts von nervigen Rotarschdingern. Okay, Nur ich weil ich in die kann Scheiße eine gebaut habe. Morsel kann ich nicht als Bait zum Fischen verwenden. Dann benutze ich hier weiterhin. Ich kann halt auch noch einen Schwimmer oder so verwenden. Auf, geh hin, du Hase. Oh ja, ich bin hungrig. Ich habe es ja akzeptiert. Zack, zack. Oh, das war schön synchron gerade. Wieso wird mir kalt? Ich habe doch einen Thermalstone. A firewood liven this thing up. Ja, tot. Oh, läuft. Toller Thermalstein, hat echt gut geholfen. Ja, wir haben aber noch ein Dings. Also es ist kein Problem, dich wiederzubeleben. Ich muss nur meinen Thermalstone dafür erstmal aufheizen. Weil ich möchte dich oben lieber mit dem Tombstone aktivieren, als dass ich dich mit meinem Leben aktiviere. Weil davon habe ich nicht genug, glaube ich. Ja, ich hätte Ja, du anschließen. Rotaas. Jetzt hast du. Ich habe die Scheiße gerade heimgesucht. Gut Oh, ich mache uns gerade gemacht. ganz viel Scheiße hier oben. Mach du Der mal ein scheißt bisschen sich nämlich Scheiße vor da. Dann Angst in die warten wir bis Hose. morgen früh, wenn es wieder warm ist, sozusagen. Ich rede derweil ein bisschen mit Pflanzen. Jetzt scheißt er doch nicht mehr. Zweimal Kacke ist hier oben. Dreimal Kacke ist hier oben. Und meine Hasen sind gefangen. Ein Bait da reinlegen. Der ist schön aufgeladen. Der Snowboard wird gemördert. Oh, es gab wieder nur eine Feder. Die Fleisch-Drop-Chance ist gefühlt sehr gering. Ja, du bist auch wieder. Also ich glaube tatsächlich, dass wir mehr Spinnenweben umbringen sollten, also Spinnen umbringen sollten, weil zumindest die Vogelfalle hier, die ist einfach so durchgehend voller Vogel. Und das mit den Hochseeangeln, das habe ich persönlich jetzt noch nicht so verstanden. Den Hut können wir auch mal raustun. Guck mal, da sind Fische. Klappe Dodo.
Guck mal, nein, da sind Fische. Los! Ich weiß halt nicht, ob man nur die Fische holen kann, die man auch sieht, oder ob man generell alle Fische holen kann. Also, falsches Wort, nicht alle Fische, sondern halt Fische, die man nicht sieht. Warum leuchtest du denn? Oh, hier haben wir ganz viele Fireflies. Schön. Wir wissen noch nicht, wie man die fangen kann, oder? Nee. Nein, 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 du klaust mein Feuer nicht, junger Mann. Geh mal weg. Nein, geh weg. Ja, geh wieder weg. Komm, komm, komm. Ja, tschüss. War schön mit dir. Ja, Hand. Können wir uns eigentlich irgendwas wie ein Dach bauen? Weiß ich nicht. Ich habe das Spiel nur so viele Stunden gespielt, wie wir zusammen aufgenommen haben. Ich weiß, das betonst du immer wieder aufs Neue, aber... Ja, weil es halt so ist. Ich habe keine Ahnung. Hätte ja sein können, dass du was gesehen hast. Nee, ich habe das Spiel vorher nie gesehen. Gar nichts damit zu tun. Nein, ich meine hier im Spiel drin. Nee, auch nicht. Wir können uns, glaube ich, sogar eine Eiswand bauen, habe ich hier gerade gesehen. Ah nee, Moonrock. Kriegen, wir müssen zum Mond. Weghand. Oh, komm schon, wird Tag, dass wir den Krähen wiederbeleben können. Komm, Abmarsch. Ja, mein Geisteszustand ist nicht der beste, das wissen wir alle. Oh, das scheint ein großer Ozean zu sein hier unten. Ich sollte vermutlich erst dahin, wo du gestorben bist, um deinen Thermalstone zu holen zumindest und deine... Oh, ich bin am Ende der Welt. Oh, cool. Kann man dann, dass es nicht vorwärts geht. Wo bist du denn gestorben, Krian? Im Hasenbiom. Hasen relativ in der Nähe vom... Ah ja, got it. Oh, hier ist viel Eis. Eisfläche, Eisgletscher. Komm mal zu mir, weil du musst ja auch bei dem Stone sein, glaube ich. Wenn du nicht sogar nur du bei dem Stone sein musst. Es ist so fucking hell hier. Nein, ich greife jetzt mal nicht das Bienenhaus an. Man, ich bin schon in der Nähe vom Pinguin. Und vom Stein. Ich glaube, das ist die Steinecke in der Nähe von uns, wo ich gerade bin. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, bin ich. Hier oben sind noch Bärenbüsche, die gönnen wir uns mal direkt. Wo ist der Stein? Oder ist das einfach nur bei dem Startportal? Nee, siehst du mich? Ja, also du musst zu mir kommen im Prinzip. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Guck doch mal auf die Anzeige. Ich dürfte rechts von dir irgendwo sein. Du wirst mir nicht auf der Karte angezeigt. Nee, auf der Karte nicht, aber du hast in der Regel so einen kleinen runden Kreis, wo ich dir angezeigt werde. Du wirst nicht angezeigt. Okay, ich bin rechts von dir. Dann musst du weiter nach rechts. Und ein bisschen weiter nach Norden, also nach oben auch. Was ist das denn? Horned Eyebone. Wo ist der? Den solltest du anschließend mal einsammeln gehen. Okay. An einem See. Nordöstlich von meinem Tod. Wenn wir gleich die Dinge eingerichtet haben. Kameraperspektive natürlich. So. Ah, jetzt habe ich langsam einen Punkt von dir. Hier musst du hin zu dem Stein.
Hallo Geist. Hallo. Bin da. Sehr schön. So, dann gebe ich dir mal das hier. Und danke. Dann gebe ich dir noch das hier, dass du nicht gleich wieder erfrierst. Danke. Und dann nehmen wir natürlich die Sachen noch mit. Und dann sollst du jetzt dein Loot holen. So, da oben dürften nochmal Bären sein. Ich muss mit dir laufen, weil ich kein Licht habe. Und hier, warte. Danke. Ich bin schräg hoch. So Waschbären könnten auch eine schöne Nahrungsquelle. Da hat er den Maulwurf umgebracht, ja. Meiner. Ich habe gerade dem Waschbären einen Maulwurf geklaut. Wow, Assi. Ja. Kommt auch nur eine Morsel raus. Ja, ist immer nur Morsel. So, ich muss einfach dem Weg folgen. Ja, ist doch gut. Der Weg führt zu den Schweinemenschen. Ah ja, hier ist sogar das ganze Holz, was sie geerntet haben, zusammen. Ich habe mal den Eyebone eingesammelt. Ja, sehr schön. Ah, ich werde von einem Kürbis verfolgt. Ja, das ist dein neuer Begleiter, der als Truhe fungiert. Ich habe jetzt auch endlich einen Chester. Toll. Da ist mein Stuff. Chester, helf mir einsammeln. Guck nicht nur blöd zu. Ich dachte, du wärst vielleicht wie so ein Chester in Minecraft. Es gibt einen Chester in Minecraft? Ja, mit Mod halt. Ah, okay. Hallo Schweinemenschen. Okay. Die Kacke lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Ja. Komm mit, Chester. Wir müssen zurück in die Heimat. Ich habe auch kein Holz. Doch, ich habe hier noch einen Twig. Gut, zu Hause, wenn du da ankommst, hast du auch ganz viel hier in der Truhe. Ja, aber es wird dunkel sein, bevor ich da bin wahrscheinlich. Oder darauf zugreifen kann, weil ich habe ein volles Inventar. Aber hast du eine Fackel? Na, wir sollten beim Feuer bleiben, es ist schon etwas dunkler. Stell dir mal vor, du bist so ein Schweinemensch und du wachst morgens auf und da ist auf einmal so ein bärtiger Typ vor deinem Haus mit einem Feuer. Würde ich persönlich mir erstmal Sorgen machen. Ich glaube, so ein Hase brachte nicht so. Ah, das bringt auch nur Monster-Meat. Die Hasen. Ach, die Winterhasen bringen nur Monster-Meat. Okay. Ja. Das ist natürlich dann kontraproduktiv. Ja. Das heißt, wir können keine HP mit denen generieren. Ja, vor allem Sanity-mäßig ist das, glaube ich, auch nicht ganz so gesund. Ja, ich kann gerade, weil du bist, glaube ich, noch Fuel, oder? Ja, du bist Fuel. Ich könnte nur Nightmare Fuel ins Feuer kippen. Ich meine, ich könnte jetzt gleich mal mit den... Oh. Ja. Eventuell habe ich einen Fehler begangen. Kann man löschen? Ja, aber mit einem Gerät, was man herstellen muss, habe ich vorhin gesehen. Hast du eventuell unsere Base abgefackelt? Nein. Okay. Bist du sicher? Ja. Okay. At least it went out in a blaze of glory. Ja, okay. Wenn ich das hier zerstöre, kann ich das zerstören? Dann wird vielleicht kein Beweis, dass ich es kaputt gemacht habe. Ich habe trotzdem so ein bisschen Angst, dass du unsere Base zerstört hast. Frag mich jetzt nicht, woher diese Angst kommt, aber... Das weiß ich auch nicht. Du hast einfach
kein Vertrauen in mich. Ich meine, das Gute ist, ich sehe das erst nächste Folge. Eben. Ich muss sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein, bleibt gesund und bye bye. Auf Wiedersehen.